So Leute, weiter geht's in unseren Abenteuern mit Tomb Raider 2 Revised. Genau, auf dieses Ding können wir nämlich hoch. Da könnten wir über die Kurve wahrscheinlich reinspringen. Nein. Okay, das jetzt Größenwahn, Marco. Das geht nicht, das sieht doch jedes Kind. Aber das ist nur der Rückweg. Hier kommen wir nur her. Wissen wir doch? Also, ich halte das für unrealistisch. Es ist möglich, das weiß ich. Aber ich halte es für unrealistisch, dass der Entwickler das sich so vorgestellt hat. Wahrscheinlich müssen wir die Kiste zu der anderen Dingsbums schieben. Ich vergesse immer den Namen von diesen Balkonen. Nicht Balkone, es sind ja keine Balkone, es sind ja nur so Regenschirme über dem Wasser oder über dem Boden. Und es sind keine Sonnenschirme, nein. Und sie sind auch nicht dafür da, einen vor Regen zu schützen. Sondern vor Kugelhagel. Bestimmt. Okay. Was hast du bei dir? Ein goldener Schlüssel. Ist das der Schlüssel für das Bootshaus? Oh mein Gott, das ist wirklich der Schlüssel für das Bootshaus. Der gesamte Weg, den wir jetzt zurückgelegt haben, das alles, was wir in der letzten Stunde erfahren haben, war nur für das Bootshaus. Ich wünschte mir, es gäbe jetzt auch noch einen schnelleren Weg zurück, aber es sieht nicht so aus. Wahrscheinlich müssen wir wirklich... Das ist dann wiederum nicht so schön. Das ist dann wiederum Backtracking, das man sich hätte sparen können. Weil bei allen Schwächen, die Tomb Raider 2 hatte, Backtracking war keine davon. Aber hey, solange es nicht so schlimm wie im Sacred Emerald Custom Level ist. Sacred Emerald ist halt ein Custom Level, das wir im Stream gespielt haben. Das hat irgendwie, keine Ahnung, nach 30 Stunden Spielzeit, nach 20 Stunden Ingame-Zeit waren wir noch nicht durch. Also das hat den 1,5-fachen Umfang von Tomb Raider 4. Und das bestand halt praktisch nur aus Backtracking. So viel nerviges Backtracking, dass ich 4 Level vor dem Ende gesagt habe, nö, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Zumindest für den Stream. Ich weiß nicht, ob ich das jemals als Video bringe. Wahrscheinlich auch nicht, weil das hat für mich dieses Custom Level halt richtig getötet. Und ich hoffe, dass ich sowas hier nicht erlebe, aber bisher ist es ja, hält sich wirklich in Grenzen. So, nicht vergessen, die Falle ist gar keine Falle. Der Stein rollt nicht. Auch das fühlt sich komisch an. Also irgendwie habe ich gerade nicht das Gefühl, dass es so gedacht ist, dass man den normalen Weg zurückläuft. Es fühlt sich eher so an, als gäbe es eine Abkürzung, die ich übersehen hätte. Aber der normale Weg ist auch gar nicht so lang, wie ich dachte. Ich meine, hier sind wir ja schon wieder. Hm, wahrscheinlich doch so gedacht. Jetzt können wir auf jeden Fall endlich mit dem Boot zusammen aus der Tür raus und das wird es uns ermöglichen, über den kleinen Hubbel im Wasser zu kommen und das Level weiter zu erkunden. Das ist so krass, dass er das praktisch aus dem Nichts hinzugefügt hat, diesem Level. Diesem eigentlich sonst sehr kurzen Level. Ja, das Boot lässt sich tatsächlich steuern. Cool. Autsch. Irgendwas hier? Also hier gibt es so einen kleinen... Wie steige ich aus? Okay, ich... ich weiß nicht, wie man aus dem Boot aussteigt. Aktion ist es schon mal nicht. Das hier ist der Rückwärtsgang.
Ah, die Gentaste. Gentaste. Das ist auch neu. Okay, können wir das aufschießen? Ja. Und ich glaube, ich komme auch von hier aus dahin. Yep. Schön. Nun. Das passiert, wenn man sich eine Sekunde des Kletterns sparen will. Ich denke jetzt schon so, hey, ein Secret bestimmt, und dann wird es wahrscheinlich wieder so enden, dass das der normale Weg ist. Kommt schon, es wäre schon sehr typisch. Oh, ich habe nicht runtergeguckt. Ich hätte wohl besser runtergeguckt. Wo zur Hölle bin ich? Ganz viele Rohrlines. Geht die Tür auf? Nee. Fledermäuse, Schmettermäuse, Flederlinge. Das übliche Durcheinander beim Zusammensetzen der Wache. Ich... Lol. Okay, die Tür müssen wir mit irgendwas öffnen. Das da? Nein. Nein. Dann kann man vielleicht hier drüber ballern? Oh mein Gott. Man muss ernsthaft über das Rohr balancieren. Lara, dieses Rohr ist mega breit. That's what she said. Könntest du bitte nicht die ganze Zeit darunter fallen? Danke. Also es ist natürlich, wenn man das alte Spiel mit den neuen Moves remaked, dann hat man natürlich auch die Moves drin, die haben vielleicht nicht so gut gefallen. Balancieren, Seile. Um Ecken hangeln wiederum ist ganz cool. Ducken eigentlich auch. Hinauf dort! Wahrscheinlich hat sich das Ding da oben geöffnet. Ja, so ist es. Ich hoffe mal, das ist nicht zeitgesteuert. Sieht aber nicht so aus. So. Lara, was gibt es hier? Erzähl mir mal ein bisschen was von der Gegend. Wie findest du es? Du warst ja schon mal in Venedig. Wie findest du das Ergebnis der Umbaumaßnahmen? Oh ja, ganz schön. Aber scheiße. Diese Frau kann sich nie entscheiden. Okay, damit haben wir jetzt ein Tor im Wasser geöffnet. Das ist wahrscheinlich dann das Äquivalent zum Schleusenrätsel aus Tomb Raider 2. Ja, muss ja 2 sein, alles andere gibt wenig Sinn. Das Schleusenrätsel aus Tomb Raider 8. Es gab bestimmt ein Schleusenrätsel in Tomb Raider 8. Was ist Tomb Raider 8 überhaupt? Das müsste ja Anniversary sein. Ja, Glückwunsch, es gab kein Schleusenrätsel, du Arsch. Okay, das ist dieser Raum. Hier ist dann die Schleuse eigentlich, normalerweise. Anscheinend auch hier drin. Anscheinend auch in diesem Level. Okay, das war ein bisschen buggy. Böser Bube! Normalerweise steht hier ein böser Bube. Ich finde aber schon, das Level visuell macht wirklich was her.
Oh, böser Bube. Für einzelne böse Buben braucht man eigentlich die Schrotflinte nicht. Die wird erst interessant, wenn man mehrere böse Buben hat, weil dann kann man denen nicht mehr so leicht ausweichen. Ich guck mal, ob da, wo normalerweise das Secret wäre im Spiel, ob sich da was finden lässt. Aber ich glaube, hier ist einfach gar nichts. Nee, auch dieses Secret hat er irgendwo anders versteckt, der Lump. Der Schabernack treibende Lump. Okay, dann mal hoch da. Lolz. Lolz, Lara. Lass bitte nicht los, um die Fackel wegzuwerfen. Kletter bitte vorher bis zum Ende. Danke. Und da wartet unser Boot. Diese Tür ist halt normalerweise offen. Wir müssen sie hier wahrscheinlich auch... Müssen wir die Schleuse vielleicht wieder runterlassen? Ist sie dann offen? Gab's nicht hier einen... Ah ja, stimmt, die ist gar nicht normalerweise offen. Ganz vergessen. Das ist nur beim Speedrun so, weil man... Also auch da ist sie nicht offen, aber da schwimmt man halt einfach unter... Unter den Ding durch. Hätte ich jetzt auch machen können. Aber es kann ja sein, dass man hier das Boot braucht. Anders als im Speedrun. Was heißt Speedrun? Auch normal ist es halt schneller ohne Boot in Tomb Raider 2. Aus Gründen. Die beiden können wir immer noch zerstören damit. Von hier aus kommen wir da nicht hoch. Er hat ein Geländer hinzugefügt. Der Lump. La la la. La 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 la. Zwei M16 Munition. Im normalen Spiel lässt er da zwei M16 Munition fallen. Hier lässt er gar nichts fallen. Sehr, sehr lieb von ihm. Liebreizend gar. La 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 la. Da kann man doch hangeln. Aber warum muss man da hangeln? Bin gespannt. La 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 la. Habe ich gar nicht geguckt, ob ich von der Seite hoch kann. Moment kurz. Momentchen. Nee. Warum ist die Musik direkt aus, wenn ich im Boot bin? Das ist nicht lieb. Vielleicht geht sie wieder an, wenn man das Boot verlässt. Dann hätten wir das ganze Level über Musik. Es wäre ein Traum. Nee, leider nicht. Anscheinend nur beim ersten Mal. Schade. Sehr schade. Wir haben bisher noch keine anderen Waffen Ach, Schwachsinn, den ich laber. Wir haben die Schrotflinte gefunden. Stimmt. Aha. Ja, die Schrotflinte. Aha, ich erinnere mich, Marco. Da war ja was. Lara, warum klingst du heute wieder so? Ich weiß es nicht, Marco. Wieso bin ich einfach... Har, har, har. Hue, hue, hue. Okay. Lara.exe stopped working. Okay, was hat es hiermit auf sich, du Lump? Bestimmt um die Ecke und dann rückwärts abspringen. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe natürlich recht. Da wäre auch noch was gewesen. Weiß nur nicht, ob ich durch rückwärts abspringen dahin käme. Ich glaub's nicht. Hier dürften jetzt mehrere Gegner kommen. Ich meine, im Originalspiel kommen hier drei Typen. Okay, hier kommt keiner. Auch valide. Kann man so machen. Ja, vermutlich jetzt verschwendet.
Weil, wie gesagt, einzelne Gegner muss man eigentlich nie mit der Shotgun beschießen. Dafür ist die Shotgun doch nicht da. Die Shotgun ist für, wenn eine ganze Armee durchs Tor schreitet. Ein Schlüssel, den wir noch nicht haben. Alles klar, damit endet wahrscheinlich unser Abenteuer hier oben, oder? Beziehungsweise es gab ja noch... Da können wir nicht rüber. Man kann sich natürlich da festhalten. Dann um die Ecke. Aber da ist ja nichts. Aber das ist halt das Krasse bei der Engine mit den neuen Moves. Du musst immer um Ecken denken. Weil du halt theoretisch um Ecken springen, dich hangeln kannst. Warte mal, wir haben dieses Tor, dieses Ding war vorher nicht oben, oder? Was mache ich hier? Ups, was auch immer ich gemacht habe, es führt zum Absturz des Spiels. Ich speichere viel zu oft in den Tomb Raider 4 ähnlichen Custom Leveln. Der Grund dafür ist, dass Speichern halt so absurd schnell geht. Also das System ist schuld, nicht ich, ja. Das war jetzt so nicht geplant. Ist das eine unsichtbare Wand? Scheint so. Okay, da sollen wir also nicht lang. Interpretiere ich jetzt mal so. Ganz frei heraus. Boot, lass dich besteigen. Wir suchen einen Schlüssel. So, hier spawnt im normalen Tomb Raider 2 ein Gegnerlein. In diesem Level müssen wir ihn wahrscheinlich erst... Ah ne, er kommt durch die Tür. Genau wie in Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. Autsch! Oh Gott, das war das letzte Medipack. Mein Gott, Medipacks sind anscheinend selten hier. Hätte ich das vorher gewusst. So, hier hoch kommt man nicht. Das ist höher als in Tomb Raider 2. Sinnvolle Änderung an der Stelle, weil eigentlich ist es so gedacht, dass man über die Rampe da hochfährt. Aber im normalen Tomb Raider 2 war das völlig abwegig, weil man wie schon angedeutet, halt einfach an dieser einen Stelle hochspringen kann. Okay, da war jetzt eine Strömung. Ich denke trotzdem nicht, dass man das vorher ausschalten muss. Oder? Könnte das so gedacht sein? Es könnte halt auch möglich sein, die Hebel so zu erreichen und der Hebel schaltet es dann aus. Weiß es einfach nicht, Zuschauerlein. Wir können es jetzt probieren. Nee, ich werde weiterhin angesaugt. Bedeutet, ich kann den Hebel nicht umlegen. Hier werde ich nicht angesaugt. Schalte ich so das Ding aus? Ja. Okay, war doch so geplant dann. Auch mal. Du machst was? Sie zeigen es uns nicht. Immer sehr schön, wenn man Hebel umlegt und keine Ahnung hat, was sie getan haben. Auf jeden Fall nichts hier unten. Hier unten. Und jetzt so, das war nur für das eine Medipack, Marco. Und der Hebel war nur Verzierung. Nein, genau da wird die Story halt unrealistisch. Ich glaube schon, dass der Hebel eine Bedeutung hatte. So, hier um die Ecke. Glaube ich auch ein Gegner, der dann rauskommt. Nicht in diesem Teil. In diesem Teil müssen wir eine Rose sammeln. Das ist neu.
Neo ist es. Neo. Und hier steht ein ballernder Gegner rum. Kann man nicht da drauf... Ah, es ist ja auch gar nicht so gedacht, glaube ich. Hab's gerade verwechselt. Es ist so gedacht, dass man drunter durchschwimmt. Ja, der ballernde Gegner ist immer noch da. Ich liebe es übrigens, dass die Pistolen, wenn man mit ihnen schießt, die Umgebung so erleuchten. Das gibt's halt erst ab Tomb Raider 3. Und ich glaube, in Tomb Raider 4 ist es auch wieder abgeschwächt. Sehr schön, dass ich jetzt mal Tomb Raider 2 mit dieser schönen Beleuchtung erlebe. So, das Tor ist geöffnet. Schätze mal, wenn er es genauso programmiert hat wie die Entwickler von Tomb Raider 2, dann könnten wir jetzt einfach bis zum Levelende laufen. Vielleicht müssen wir das auch. Vielleicht ist das so ein Easter Egg-mäßiges Ding. Was wir halt jetzt nicht geschafft haben, ist da oben auszusteigen. Das ist halt in Tomb Raider 2 das Secret. Ups, was war das denn? Das sah witzig aus. Warte mal, ich habe das falsch in Erinnerung. Man kann das mit dem Boot machen, aber die Schräge ist halt schwach genug, dass man da auch hochlaufen kann. In Tomb Raider 2 zumindest. Schauen, ob es hier so ist. Und ob es hier so ist, sehen wir noch in dieser Folge. Ja, ist es. Okay. Und hier oben ist dann welch gar wunderschönes Ding. Munition, yeah. Die Tür hier auch nicht zu öffnen, ja. Okay, dann wie es weitergeht in der... Man muss auf jeden Fall auf diese Balkone können. Aber hier geht's nicht hoch, ne? Nee. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.